Das ist Zeitverschwendung. Denke nicht, dass sie was preisgibt. Habe etwas Geduld. Hey, wir haben ein Problem. Reduziert sich wohl noch. Wie überraschend. Sie hatte etwas in ihrem Mundharm eingepflanzt. Ein Objekt. Felix denkt, es ist eine Art Peilsender. Die Überraschung. Sind? Wir sollten davon ausgehen. Dann nichts wie raus hier. Bringen wir sie woanders hin. Nein, wir haben dafür keine Zeit mehr. Wir halten hier die Stellung. Wenn das Pantheon sie unbedingt will, ist das ihr Schlachtfeld. Wir müssen sie vorher zum Reden bringen. Unser Terminplan ist ihr egal. Überlass das mir. Ich habe was, was sie zum Reden bringt. Brauche nur etwas Zeit zur Vorbereitung. Das geht klar für dich, Marshall. Richtig. Leg los. Der Rest von uns verbarrikadiert das Haus. Jetzt ist es Tower Defense, würde ich mal fast behaupten, ne? Verteidigt den Turm und so. Wenn du noch was erledigen musst, wäre jetzt die Zeit dafür. Krieg ich noch eine Einblendung? Sobald wir anfangen, okay. Arrow, hängen wir hier länger fest. Ich hab gedacht, jetzt kommt dieses klassische Fenster so von wegen, ab hier, ne, sei dir bitte sicher, dass du jetzt das Ende machen möchtest. Das habe ich meinen D&D-Spielern letztens mal gegeben. So, ab hier ist es offen, ab jetzt bitte keine Änderung mehr oder irgendwie sowas. Sind fast bereit. Wie gut kanntest du Harrow, was misst du da? Das oder? Der Name ist Phenosorazin, aber MK Ultra nannte es Separation. Aber schon länger. Hoffen wir, es hat kein Verfallsdatum. Ultra. Wie gut kanntest du Harrow? Wohl nicht gut genug. Als Harrow nach Langley kam, hielt man viel von ihr. Neugier, Intellekt, Ehrgeiz. Ich nahm sie in den ersten Jahren an die Hand. Vielleicht war ich nicht der Richtige für den Job. Wurde der Ehrgeiz fehlgeleitet? Nun, er war sicher hilfreich in ihrer Karriere. Sie hat jetzt den größten Einfluss in der Special Activities Division gleich nach Livingston selber. Macht das Zeug? Bei den meisten Testsubjekten beeinflusst es die Psyche, eine Form induzierter Schizophrenie. Wir finden den Teil von Harrow, der mit uns reden will. Das ist auch das, was, wie hieß er denn? Nicht Case? Weiß nicht mehr, dieser Überläufer aus Cold War, den man da gespielt hat. Das ist, glaube ich, das, was die dem auch gespritzt haben gegen Ende. Was ist mit den anderen Testsubjekten? Frag nicht. Das ist dann alles. Wir sollten gleich anfangen. Ja, das sollten wir tun, weil wie sieht's aus mit Woods? Nutze das Brett, wenn du Harrow reinholen willst. Natürlich. Weil man sonst nicht anders irgendwie hätte beschreiben können. Das ist jetzt die Frage, haben wir Marshall noch irgendwo hier oder Seth oder irgendwen? Weil ich bin fest überzeugt, ich habe auch jetzt schon wieder irgendwelche Dialogoptionen vergessen oder verpasst, weil ich nicht immer komplett durchs Haus gelaufen bin. Aber wir machen jetzt einfach den Scheiß hier. Ein bisschen würde ich nämlich schon noch ganz gerne... Wir machen jetzt einmal das. Waffenwerkbank extra Magazine. Lädt deine Waffen schneller nach. Schaden gegen gepanzerte Feinde. Ja. Ich glaube, den kann ich gleich ganz gut gebrauchen. Die Durchschlagskraft um 15. Und das war es dann auch da. Trainingsbereich. So, erstmal durch. Nur irgendwas für 200 X, was wir mal noch schnell reinpumpen können hier. Weil die Waffe schneller nach. Machen wir das. Da. Dann haben wir uns zumindest in so mal ein bisschen mit Perks zugeballert, bevor wir jetzt hier mit dem Brett interagieren. Weil was, einen anderen finde ich jetzt hier gerade nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob die in den Betten irgendwo sind, beziehungsweise halt in den Zimmern oben. Aber ich denke mal, wir werden jetzt die Tower Defense machen. Kein Zurück! Du kannst den Turm dann nicht mehr frei erkunden. Möchtest du wirklich fortfahren? Jawohl. Das Fenster meinte ich. Das ist nicht ganz nach Anleitung. Wird sie es überleben? Vermutlich. Ender. Ist das hier wirklich nötig? Bin in Unterzahl. 5,5:1. Gib mir nur einen Grund. Genug Bullshit. Verrat einfach deinen Plan für diese Biowaffe. Es muss nicht hässlich enden. Kann aber. Wo bleibt da der Spaß? Jane? Bitte, okay? Das bist nicht du. Du weißt nicht mal, ob du es kannst. Wir haben unsere Wahl getroffen, Troy. Ich stehe zu meiner und du?
Ich vermisse dein altes Ich. Ach. Sehen wir nach, ob es noch da ist. Weil mal davon abgesehen, dass ich kein großer Freund bin von Spritzen. Aber so direkt in den Hals sehe ich nicht. Jane, bist du da? Was ist das? Erde nennt es Separation. Entspann dich. So. Entspannen? Ich bin... Oh, Troy. Was gibt es? Rede mit mir. Nein. Bitte nicht. Jane. Wenn es jetzt bei Gewubbel bleibt, bin ich doch wieder da. Nein. Boah, erst eigentlich gedacht, das wäre nur Wahrheitsserum, aber dann ist es ja wirklich die Pumpe, die das ganze Zeug da so ein bisschen, naja. Jetzt wird's nochmal richtig crazy. Losgelöst vom Rest. Wir brauchen deine Hilfe, Jane. Es gibt eine Biowaffe. Du hast irgendeinen Angriff geplant. Kannst du mir davon erzählen? Ich versuch's. Aber ich würde so etwas niemals tun. Bin dir ganz sicher? Ja, also so Sequenzen, wo dann einfach nur, also muss auch nicht mal floaten oder sowas, aber einfach nur so Sachen, die so aufgesprengt und dann in Time gefreezed wurden, so, das liebe ich. Wo bist du gerade? Stand doch gerade noch jemand. Zu Hause. Hat auch ein bisschen was von dieser Gedankengeschichte, wo man in der Zeit zurückgeht bei Fallout 4. Mit dem Gang im Leeren. Ah. Guten Tag. Alles wird gut. Nein! Hier ist irgendwas passiert. In deinem Haus? Was siehst du? Es geht mir gut. Ich hatte nur einen kleinen Unfall. Mit der Waffe. Mami will, dass du in deinem Zimmer bleibst. Warum hast du eine Waffe? Jane, geh einfach unter dein Bett und bleib da, solange du kannst, okay? Wie beim Versteckspielen. Ich will aber nicht. Jane, bitte. Geh unter das Bett, okay? Geh einfach unter das Bett. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Dann gehen wir mal unter das Bett. Deine Mutter war in Gefahr? Ja. Warum glaubst du, erinnerst du dich jetzt daran? Ich hatte es nie vergessen, Troy. Es macht dem, was ich bin. Oder war. Oder sein werde. Ich weiß es nicht mehr. Was ist mit der Wiege? Sagt der Name dir irgendwas? Möglich. Es hat mit meinem Spiegel zu tun. Deinem Spiegel? Ja. Jemand, der es weiß, ist da drin. Trau dich, Miststück. Du musst ihnen gar nichts sagen. Ich muss es wissen. Halt! Deine Schnauze! Jane, bist du okay? Ja, sobald man Drogen ins Spiel bringt, kann man richtig schöne Sachen machen, ne? In den Games. Das wird dann immer alles so richtig schön an den Hinstellen. Die Teile zusammensetzen. Willst du einen Splitter? Sieh dich um. Löst die Rätsel, sei nicht dumm. Drei Zahlen gilt es zu erspähen. Dann gib sie ein, so wie gesehen. Schreibtisch wart für eine Teeparty.
Als ich klein war, hat meine Mutter sich gerne Schnitzeljagden ausgedacht. Also, in dem Schloss sind die dann nochmal drin. So ein zugeschneites Bett ist auch irgendwie ein weirdes Bild, ehrlicherweise. Bin ja auch geil, dass man jetzt hier im Schnee so richtig viel sieht. Ich bin in Vokuta. Vokuta. Du warst vor kurzem dort. Du hast dort die Biowaffe verstärkt. Wo ist sie danach hingekommen? Ich weiß es nicht mehr. So, mittlerweile ein Horrorgame-Staple geworden, ne? Der Ball, der irgendwo einfach reinhüpft oder rollt. Ist dann ja wohl die Teeparty. Sie kamen zum Tee und für etwas Spaß. Zähl die Gäste und verdoppel das. 4, ne? Denk mal nicht, dass der Vogel auf dem Ding hier noch irgendwie zählen wird, aber 1, 2, 3, 4. Wenn dann wohl 4 Leute sein, verdoppelt sind 8. Die Party war das letzte Puzzlestück, glaube ich. Du auf einer Teeparty. Schwer vorzustellen. Doch, es gab sie. Wenn auch nicht sehr lange. Nach einer Tragödie ziehen sich manche in eine Traumwelt zurück. Okay. Ich tat das Gegenteil. So, jetzt. Okay. Jetzt kommen die Hinweise dann jetzt nochmal hier in die Nähe, damit man auch nochmal nachgucken kann. Das ist auch ganz smart. Ist mir, glaube ich, beim Playthrough gar nicht aufgefallen. Okay, wir haben eine neue Tür. Okay. Das sieht ein bisschen nach Schlingenfalle aus, irgendwie, weiß ich nicht. Besser mal nicht reingehen. Ich meine, es ist ja exakt dieselbe Map nochmal wie aus der letzten Mission, ne? Hier sind wir ja reingekommen quasi, aber gut. Dann jetzt nochmal zugeschneit mit ein bisschen mehr extra Assets. Was haben wir hier? Harte Arbeit und Bestreben. Damit sie dir die höchsten Punkte geben. 9. Well done. In den 60ern war sie in der Schule. Am 1. September, am 2. September und am 2. September. Sie hat es geschafft, vom Uhrenlesen zu einem Lückentext komplett abzukacken mit ihrer 5 von 10. Ist ja lächerlich. Entschuldigung. 9 von 10. Also 9... Das ist ja dann wahrscheinlich der Schreibtisch, ne? Oh. Natürlich. Deine Eltern waren streng. Ich erinnere mich. Das war nichts Schlimmes. Streng und doch sanft. Die Zeit hat mich geprägt. Was war das jetzt? Als mein Vater aus Vietnam zurückkam. Gebrochen. Das prägt. Ich verstehe. Wirklich? Und der böse Zwilling wieder durch. Zum einen sehe ich hier gerade wieder einen Scheißdreck, zum anderen. Was war das jetzt? Schreibtisch? Desk, Scout, Teapot. Also Scout hier, Pfadfinder fehlt noch. Dann ist der Desk ist das erste, das ist dann die 9. 9x8. Aber so noch irgendwie dieses Zwischenstück finden. Was irgendwie. Obwohl, ne, das ist einfach der Tornado. Ich habe gedacht, die Teile fallen nur wieder schneller, aber ist gar nicht. 9x8. Zumindest von dem, was ich so im Kopf hab. Alle Dude? Aber nicht. So, was haben wir hier? Zähle alle schnell Beginn. Trophäen minus Abzeichen für den Gewinn. Warte. Trophäen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und Abzeichen sind
5, also 1, also 9, 1, 8. Nehme ich jetzt zumindest mal an, wenn ich nicht mich... Nervenkitzel der Jagd, das Lösen von Rätseln. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Deshalb habe ich dich all die Jahre so gern an meiner Seite gehabt. Ich vermisse es auch, Joy. Na, immerhin. Kommt davon immer noch mal ein bisschen was durch zwischenzeitlich. So, dann den Code. 9, 1, 8. Ja, guck. So, Leute, das ist eine Scherbe. Fehlen nur noch zwei. Fortschritt, Troy. Fortschritt. Hast du was für mich? Immer wenn Missy mit mir redet, während ich gerade Trophäen sammle. Oder Erfolge oder sowas. Da ist so ein Einschussloch da. Dem Bett bleiben, aber das bin ich nicht. So ein Stanley-Parabel-Ding hier. Jane, nein! Bitter. Jane, Schatzi, rette dich selbst. Mami! Was auch immer du tun musst. Nein! Janie! Bleib hier! Nein, sieh mich an. Bleib hier und sei leise. Ich komme dich holen, verstanden? Ja, aber... Bleib mutig für mich, okay? Bleib mutig. Du hast mir das nie erzählt, wie sie gestorben sind. Du musstest es auch nie wissen, Troy. Ich bin wieder woanders. Ich war schon mal hier. Ein Labor. Sie nehmen etwas. Pantheon hat eine Biowaffe aus einem US-Labor gestohlen. Erinnerst du dich? Langsam kommt alles zurück. Obwohl, wenn ich mir teilweise so Stimmen dann immer angucke von Synchronsprechern und sowas und die dann die Leute dazu, dann ist das schon noch teilweise noch mal ein bisschen unterschiedlich. Und wir haben ein paar Beispiele auf der Arbeit, wo ich dann auch immer gesagt habe, das hätte ich im Leben nicht so vorgestellt, wenn man die ganze Zeit nur die Telefonstimme kennt. Ja. Das war abzusehen. Alles okay? Ja, hier ist noch eine Spiegelscherbe. Über mir. Hol sie dir. Wir lösen die Blockade. Finden die Antworten. Den Ort kennen wir auch. War mit Ihnen. Der Aufzug hat keinen Strom. Er ist wohl an mehrere Generatoren angeschlossen. Na, dann aktivieren wir doch ganz einfach die Generatoren. Harrow-Zombies. Du schuldest ihnen gar nichts, das weißt du, oder? Also, wenn wir kaum sind wir wieder in dieser Forschungseinrichtung, wird es auch wieder komplett crazy von der Mission. Ja, hier ist so einfach nur so eine Kiste, die kann ich aufmachen. Wir sind natürlich auch erstmal wieder Puppen. Und ein Trainingsparcours. Das sind wahrscheinlich dann auch ein paar Erinnerungen weiter in ihrer Ausbildung, oder was? Nö. Ich geh. Leckt mich. Ich werde jetzt Gabelstaplerfahrerin Harrow. Das tue ich mir nicht an. Ja, okay. Also Spieluhren und Kindergeschrei. Nachts in irgendeiner komischen Ausbildungsanlage sehe ich mich nicht, ehrlich. Aus. Hast du was für mich? Es wird Zeit brauchen, Troy. Boah, das ist schon gemein. Das ist also die Lore zu den Zombie-Teilen. Ja, genauso ist es alles entstanden. Das ist schon fies hier mit der Puppe.
Das ist auch wieder so eine Nummer wie bei Resident Evil jetzt bei Village, das wir ja auch bei dem Gruseldingen hatten. Wo dann die Puppe von der Frau quasi da liegt, auch mit dem Einschussloch dann und solche Geschichten. Das ist exakt dann wieder so eine Nummer hier. Habe ich jetzt einen Generator vergessen, oder? Ne, der ist da hinten. Ah, okay, hier ist die Abgrenzung. In dem Fall. Und noch eine. Okay, es stehen nicht 20 Puppen hinter mir. Ich komme wieder. Was war das? Nichts. Wir haben so hart dafür gearbeitet und jetzt willst du alles wegwerfen. Macht die jetzt einen Gollum oder was? Also wir spielen ja jetzt, was in ihrem Kopf passiert, aber macht sie jetzt draußen hier so einen auf Smeargol und so? Ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass sie gerade den übelsten Film schiebt. Okay, der Generator ist hier direkt hinter. Gabelstaplerfahrerin, ich sag's wie es ist. Hast du da in der Hand? Ein Taschentuch? Was du damit wohl gemacht hast. Ja. Ich wollte von dem einen nur den Ring. Es kommt am Ende raus, das ist das große Finale dann. Es waren bisher immer zwei. Wo ist die zweite? Hinter mir. Ah, okay, die Barrikade ist weg. Das habe ich jetzt natürlich nicht gesehen. Ja, letztes da in diesem Klettergerüst-Ding. Sieht aus wie in so einem Kinderland irgendwie. Natürlich. Leute, ihr wollt mich aber auch komplett jetzt auseinandernehmen hier. Auf Upsi macht, ey. Du Nutten. Hm? Er macht gerade ganz, ganz wilde Geräusche und Sachen. Mag das nicht. Ich hätte irgendwie... Okay, ich kann es aufmachen. Muss es jetzt gerade noch nicht aufhaben, aber ich kann es aufmachen. Alrighty. Das Batteriepack gibt es im Zombie-Modus tatsächlich. Das muss man für den Fisch sammeln. Fällt mir gerade auf. Da gibt es so ein Fischrezept. Das kann man gucken. Kriegt man ein Achievement für. Wofür das sonst gut ist, keine Ahnung. Aber dafür braucht man auch dieses Batteriepack. Okay. Interessiert sich nicht mehr für dich. Er benutzt dich. Wer die Generatoren aufgestellt hat, dachte, wie fuck ich den danken muss, ja. Scherbe? Fast da. War ich jemals so dumm? Leuten zu helfen, die uns ruiniert haben? Ehrlich? Troy würde das gleiche für mich tun und die anderen auch. Achso, hier. Ich wollte sagen, die zwei Meter. Für nichts was? Wir sind weiter. Lass mich in Ruhe. Das nehme ich dann mal gerne mit. Noch eine Spiegelscherbe. Die können wir auch gerne einsetzen. Ich
will das nicht nochmal erleben, Troy. Du schaffst das. Was auch immer du erlebst, das ist Teil des Prozesses. Ja, sie hatte Backstory, bevor sie Rogue wurde. Was soll das? Wer schickt sie? Ja, jetzt weiß ich aber, was du mit der Stimme meinst. Er hat gesessen. Die Schussdingen, also das Einschussloch in dem Spiegel drin. Das war die Nummer. Ich sollte diesen Moment erst Jahre später verstehen. Pantheon ist hier. Jetzt schon? Na toll. Jetzt, wo es spannend wird gerade. Der Durchbrecher im Norden. Scheiße, wir dringen endlich bei Jane durch. Sie kooperiert. Wir können jetzt nicht aufhören. Woods, du musst das übernehmen. Find raus, was sie weiß. Wir erledigen den Rest. Grüßchen von mir. Seth, versiegel den Einsatzraum. Zuhören! Wir müssen Woods Zeit verschaffen. So viel wir können. Wenn er von Harrow keine Antworten erhält, war alles, was wir getan haben, vergebens. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bin nicht hier, um als vergessene Fußnote zu enden. Laden und entsichern heißen wir unsere Gäste willkommen. Ihr alle, mit mir. Let's fucking go. Seth, Adler, Felix, in Position. Case, wenn du noch Ladungen hinter der Mauer platzieren willst, dann jetzt. So. Bist du dabei, Felix? Ja, die Samthandschuhe sind abgelegt. Er ist ansonsten gesagt, okay, wir haben jetzt hier die Dinger, dann detoniere ich die dann, wenn es soweit ist, aber ich muss jetzt, glaube ich, nicht noch neue Sachen dahin packen. Die Schotti ist natürlich schon ganz geil. Theon nähert sich. Nämlich, wenn sie da näher kommen. Bereit machen! Schilde! Zünd die Ladungen, Case! Feuer frei! Haltet sie vom Haus weg! Ja, da war er außer Reichweite leider. Macht sie fertig. Ah, fuck. Dafür muss er erstmal näher kommen. Ja, ich treffe auch immer nur das Schild, egal ob ich da jetzt irgendwie. Okay, kannst dich auch gerne selbst aus dem Spiel nehmen, habe ich auch kein Problem mit. So. Natürlich, die ersten, die vorbeikommen, müssen natürlich auch direkt erstmal Leute sein mit Schilden und Granatwerfern. Ich mir jetzt natürlich auch nochmal warten können mit dem Zünden, aber naja. So, woher kommt das? Zwischen. Macht immer mal wieder einer auf. Ich auch die ganze Zeit immer nur nach den Spuren von den Kugeln irgendwo ausfindig machen, wo die Gegner sind. Ich sehe die nie. Sie reagiert nicht. Ich tue, was ich kann. Okay, ich kann gedrückt halten. Hm? Ach da. Den Modellautonutten ist auf jeden Fall weg. Da ist ein Snip. Ist da oben. Okay. Panzerfahrzeug.
Zurück! Wir auf der Veranda in Deckung. Case, zurückziehen! Den sehe ich nicht. Also den sehe ich, aber... Ich wollte die Disruptormine mitnehmen, aber dann machen wir das erstmal so. Kann ich den theoretisch schon nehmen? Ich glaube, mit dem Raketenwerfer jetzt nochmal irgendwie wechseln oder sowas ist anders. Ja, okay, ich schnapp mir einen Werfer. Welchen den? Haben wir es jetzt? Geht doch. Panzerfahrzeug erledigt. Wie gefällt dir das? Wir haben auf jeden Fall einiges hier an Zeug aufgefahren. Ich höre ein Heli in der Ferne. Wolz, redet sie? Ich denke, sie ist bald soweit. Spielen wir jetzt an zwei Fronten hier, oder was? Ich glaube tatsächlich ja. Harrow. Harrow. Ich bin hier. Bleib bei mir. Wir müssen weitermachen. Ja. Die Sache mit deinen Eltern ist scheiße. Verstehe ich. Wurde auch der Einfühlsame von denen. Jetzt. Ich versuch's. Streng dich an! Deine Kumpel klopfen schon! Die Morde und der Killer. Sie sind verknüpft. Was ist mit dem Killer? Ich hab's gleich. Als ich größer wurde, wollte ich zur CIA. Wie deine Eltern. Als du größer wurdest, wolltest du Rache. Ich wollte damit abschließen. Komm schon. Langley nahm mich an. Die Zeitungen, die Polizei, meine Tante und mein Onkel, sie alle erzählten die gleiche Geschichte. Meine Eltern wurden bei einem gewöhnlichen Einbruch getötet. Passiert öfter, als man glaubt. Aber irgendwie wusste ich immer, dass das nicht stimmte. Bin ich auch nicht so der Meinung. Jahre nach meinem Karrierestart, nach zahlreichen Beförderungen, vielleicht hätte ich jetzt Zugang zur Wahrheit. Bing! Was hast du erfahren? Niemand hatte Informationen zu den Morden. Hallo? Über die Jahre habe ich jedes Archiv durchsucht, das ich einsehen konnte. Als ich schließlich Zugriff zum geheimsten aller Archive hatte. Bürosimulator, Mahlzeit. 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 Denkst du, die CIA hat etwas vor dir versteckt? Ich kann jetzt übernehmen. Natürlich haben sie was versteckt, Woods. Sie verstecken immer etwas. Und du? Du bist schwach und naiv. So gar nicht wie ich. Geiler Skin auf jeden Fall. Die Droge lässt nach, Jane. Ich hab schon bald wieder die Kontrolle. Hätte das Schwert mitnehmen? Ernsthafte Frage. Ich muss zu meinem Büro. Was ist in deinem Büro? Nee, da gehe ich nicht lang. Wie heißt die Verrückte aus Harry Potter? Welche? Welche ist da die Frage? Du bist so stark. Ich hab zumindest jetzt eine Waffe. Nicht schon wieder. Okay, aber ich behalte die Items bei jedem Run. Ich hab noch die Waffe. Heißt. Wir haben jetzt auch ein bisschen Metroidvania mit drin. So, ansonsten wäre ich da wahrscheinlich dann verreckt die ganze Zeit. Das ist natürlich... Das ist die Waffe, um Hindernisse schnell zu beseitigen. Ach so! Ja gut, dann darf ich aber auch nicht die ganze Zeit einfach nur links und rechts vorbeispringen. Verstehe. Warte. Unter anderem auch diese Hindernisse nehme ich an. Aber hier. Ein Greifer. Ah.
Easy. Miststück. Ich finde heraus, was du vor mir verbirgst. Was du vorhast. Was ist mit deinem Büro? Mit den schweren Haaren, die böse ist. Die böse ist, okay, Bellatrix Lestrange? Vielleicht? Weiß ich jetzt nicht. Also, da brauche ich mehr Hinweise. Gibt genug Böse in Harry Potter. Troy war in diesen Tagen mein Anker. Ich war verloren, tappte im Dunkeln. Er hatte keine Ahnung. Ich wusste nicht mehr, was ich mit mir anstellen sollte. Ja, die. Und dann kam die Hoffnung. Pornos. Ach ja. Muss ich immer dran denken, wie Felix das einfach mal raushaut. Wonach ich gesucht hatte. Wer? Na los, sieh nach, was auf der Diskette ist. Das ist wirklich so Ende, irgendwie so Mitte, Ende der 90er und man findet irgendwo eine Diskette. Das ist so die böse Stimme, die zu einem spricht. Ja, guck doch. Die 8146 00. Ach so. A. 1 ist N. Das ist jetzt aber Pantheon, komm. T4, jawohl. Könnt ihr noch so versuchen, das jetzt irgendwie geheim zu halten hier? Das wird Pantheon sein. Classified. Mission Rote Razzia. Genehmigung für den Einsatz am 12.09. in den 16er Zeitfenster von 23 bis 23.10. Ziele mit hoher Sicherheit vor Ort. Kind am 12.09. mit hoher Sicherheit nicht vor Ort. Das hat nicht so gut funktioniert mit der Informationsbeschaffung. LH und JH gelten als extrem gefährlich. Achso, wie war Jane? Ne, Jane ist sie. L und J. Wenn ich mal auf die Namen achten, das sind auf jeden Fall die Eltern. Gelten als extrem gefährlich. Einzelner Agent, Vollstreckungsbefehl, Tarnung als Hausämter. Emerson Black. Special Activities Division am 8. Dezember. 4 Tage zuvor. Das Pantheon. Sie hatten Kopien der Akten meiner Eltern. Ihre ganze Geschichte. Details zur Operation, bei der sie getötet wurden. Die CIA selbst hatte es angeordnet. Lagebericht! Ziele eliminiert. Sonst noch was? Negativ. Wir sind hier fertig. Hatten wir Adler hinter der Maske? Der Mann, der dich unter seine Fittiche nehmen sollte. Adler? Bullshit. Wenn das wahr ist, waren deine Eltern Doppelagenten oder Schlimmeres. Niemals! Daddy? Bitte mach auf! Bitte? Ich hab Angst! Konnte es Adler sein? Das Pantheon hat mir mehr offenbart als die Wahrheit über meine Eltern. Ich weiß jetzt, wie verkommen die CIA wirklich ist. Ermorden die eigenen, ihre Besten. Manipulation! Du kannst nicht glauben, was sie dir erzählten. Sie kannten deinen Schwachpunkt. Worte eines wahren Gläubigen. Du bist nichts ohne die CIA, Woods. Pantheon nahm mich auf. Sie zeigten mir ihre Vision der Agency. Was zum Teufel wollen sie, Harrow? Das ist ein Schlüsselmoment der Geschichte, Woods. Die USA steht davor, die einzige Supermacht der Welt zu werden. Denkst du, durch eine Organisation so korrupt, so dekadent wie die CIA, sollte die Fäden ziehen in einer neuen Weltordnung? Das wird nicht passieren. Des Studiums ihrer Stärken, ihrer Fehler aus dem Inneren. Pantheon ist bereit für die Kontrolle, wenn unsere derzeitige Führung weg ist. Wir stellen sie diskreditiert an den Pranger, wie sie es verdienen. Ach, du bist völlig irre.
Die Amerikaner erhalten einen Realitätscheck. Die CIA kann sie nicht mal vor solchen beschützen wie Saddam Hussein und seiner schlimmen neuen Waffe. Ein False Flag-Angriff? Keiner wird das glauben. Hello. Sie werden dem Narrativ glauben, das bestätigt, woran sie glauben. Wenn sich wie die Schuhe laden. Fachste Teil. Ja, das ist so ein bisschen wirklich so dieses Conspiracy Theory als Story dann halt, ne, aufgedunsen so. Es könnte das beschissene Pantheon gewesen sein. Du warst ein Kind. Kannst du deinen Erinnerungen wirklich trauen? Ziele eliminiert. Er weiß. Wie kannst du dir so sicher sein? Die da oben. Ziele eliminiert. Ich weiß, er war es. Du willst, dass er es war. Es war nicht Adler. Du bist so... so verwirrt! Quicktime hier, ey. Okay. Scheiße. Puls geht in die Decke. Jetzt haben wir wirklich Zombie-Modus. Aber das ist ja dann auch immer die Sache bei so den Schwurblern, bei manchen zumindest. Genauso wie bei hier so Flat Earth-Scheiße und so. Ist auch einfach unfassbar laut auf einmal. Aber was die sich teilweise aus dem Finger saugen, ist halt stellenweise super kreativ. Also da kannst du halt echt geile Stories draus machen, nur dass sie die Scheiße glauben, ist halt ein bisschen schwierig. Beziehungsweise, dass sie den Scheiß dann an die anderen Leute so ein bisschen auch. Dass sie denen das einpflanzen wollen. Die Grünen! Da oben! Ja, ja. Man kennt sie. Ach, du bist schwächer. Ich bin die einzige reale Person hier. Veganer! Riech mir jetzt ja nicht zusammen, Harrow. Die Taubentheorie. Ja, die ist ja wahr. Die Überwachungskamera-Tauben? Ach so, okay. Das ist ja auf jeden Fall Realität, also. Ach, du bist schwächer. Ich bin die einzige reale Person hier. Riech mir jetzt ja nicht zusammen, Harrow. Bleib bei mir. Bleib bei mir. Da oben. Mit dem Geschrei erinnern die mich so ein bisschen an die Bombenheads aus, weil Heads haben die ja nicht mehr, aber diese Granaten-Dudes aus Serious Sam. Muss mal, bevor es jetzt gerade weitergeht, einmal ganz kurz was machen. Sorry dafür. Okay. Kurz noch mal ein bisschen was antworten. Es tut mir leid, es geht sofort weiter. Heute Fraktionssitzung, bin mal gespannt, weil da ja Wahl dann steht. Ach, du bist schwächer. Wird spannend. Ich bin die einzige reale Person hier. Riech mir jetzt ja nicht zusammen, Harrow. Ich wollte sowieso einfach mal die ganze Zeit ausprobieren, dieses lenkbare Wurfmesser, weil ich mir nichts darunter vorstellen kann. Ach so. Jetzt kann ich mir was drunter vorstellen. So, so
Vor allem, weil diese Akimbo-Pistolen halt einfach auch richtig unpräzise sind. Ich bin jetzt ja nicht zusammen, Harrow. Ich bin die einzige reale Person hier. Ich mir jetzt ja nicht zusammen, Harrow. Bleib bei mir. Okay, ich kann die aber auf jeden Fall nochmal outrunnen. Sollten sie mir zu nahe kommen, okay. Ja, ich kann ja auch einfach die ganze Zeit ballern. Ich habe ja eh keinen Munitionsabzug. Das ist gerade ein sehr gutes Perk. Also ich brauche ja nicht präzise, ich muss auch einfach nur rennen. Fick dich! Okay. Ich habe sie besiegt. Und wir haben die letzte Scherbe. Die letzte Scherbe. Sag ich ja. Sag mir, was Pantheon vorhat, Harrow. Wohin hast du die Wiege geschickt? Ich bin nah dran. Der Spiegel ist so gut wie ganz. Achso. Das war nicht ganz klar, dass ich jetzt den Spiegel hier in der Wüste quasi zusammensetze. Abhängig machen. Harrow! Nein. Alles okay? Verstehst du denn nicht? Du kannst nicht gewinnen. Du bist ein Teil von mir. Wir hängen da beide drin. Bis zum Ende. Marshall, wir verlieren sie. Das ist keine Option. So, dann nochmal direkt daneben schießen hier. Warum? Ich gehe doch jetzt nicht da raus und stell da Geschütze hin. Achso, ich soll die Geschütze holen, ich verstehe. Ich bin so ein bisschen eierfixiert, was das Zielen angeht gerade, ich weiß auch nicht. Gehen wir's an! Es kommt noch ein Helix! Wir setzen Verstärkung ab! Setzen wir mal Geschütze ab. Ja, kümmern dich um die anderen Krebs! Stellen wir sie auf! Na komm. Andere machen wir mal ein bisschen weiter auswärts hier hinter der Kiste und dann sollen die mal ihre Arbeit machen. Wir machen das! Mehr bei der Klippe, rechte Seite! Wäre nur ganz geil, wenn beide Geschütze dann jetzt nicht unbedingt immer auf denselben schießen würden, weil dann jetzt auch eins getan. Du musst sie aufhalten, Kate. Wieso ich? Wir sind hier zu vier draußen. Oder zu fünf sogar. Achso. Natürlich, wenn Adler jetzt einfach nur in dem Kabuff da rumsteht, hat sich jetzt gerade eine neue Schwierigkeit ergeben. Viele Leute, wenn ich ehrlich bin. Na gut, das ist wahrscheinlich jetzt auch der ganze Rest vom Pantheon, den ich mir jetzt hier angelacht habe, aber dennoch. Wo sind sie denn? Okay. Gute Arbeit, Leute. Dankeschön. Hm?
Hera ist bewusstlos. Dann setz sie auf. Minigas, bereithalten. Ja, schön, dass die Geschütze jetzt kaputt sind. Versuchen den Helm wegzuziehen auf jeden Fall. Alle erledigt. Wir haben es geschafft. Er ist auf seinem Stand. Ach, Felix Ordner dabei. Ja, das ist nicht gut. Wo? Wer? Warte. Machen wir das doch mit einer Fernlenkladung. Das ganze Haus zerstören. Komm schon. Sehe ich dieses komische Neurogas oder was das da ist? Hast du, ne? Gibt's ja auch im Multiplayer. Häuser. Meinst du? Die Straße blockieren. Ich könnte die Brücke sprengen. Ein paar C4-Ladungen sollten reichen. Tun wir! Ich glaube nicht zu Harold Bowl. Eine Bedrohung ist ausweichen. Vorwärts! Felix muss zur Brücke! Wollen wir Felix mal zur Brücke bringen? Nachladen. Das ist jetzt wirklich wie im Multiplayer. Immer genau dann, wenn ich gerade jemanden sehe, der mir gefährlich werden kann, erstmal nachladen müssen. Geht es allen gut? Oh ja. So gut wie noch nie. Das sehe ich anders. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll, dass Felix. Dass Felix da so Bock drauf hat jetzt gerade. Auf der Brücke! Platziere Ladung! Schatzschütze oben! Linke Seite! Feuer, Schutzkeks! Klack! Noch zwei! Da. Letztes C4! Es wäre übrigens sehr gut, wenn du jetzt ein paar Ladungen mal anbringen würdest. Alter, das klingt nicht gut. Hey, stopp wieder weg! Getroffen! Sagen, ein bisschen Deckung wäre gut. Jetzt! Muss nicht noch Felix hier auf den letzten Meter. Er hat gesessen.
auffahren. Ja, aber jetzt auch wieder ein bisschen sehr viel Call of Duty mit. Und Harrow-Abschnitt. Die Zeit ist um, Harrow. Wo setzt Pantheon die Wege frei? Erinnere mich nicht. Das musst du. Sie ist... ich verliere die Kontrolle. Kämpf! Du musst durchhalten, nur noch ein bisschen. Der Spiegel ist intakt. Was das kostet. Ich will das nicht bezahlen. Der Spiegel ist intakt, das heißt, du kannst den Spiegel ansehen. Ich kann hineinsehen. Was ist im Spiegel? Avalon. Der Angriff findet in Avalon statt? Nein. Nach Avalon bringen sie mich, sobald ich wieder frei bin. Von dort aus haben wir alles geplant. Wir brauchen die Wiege. Ich bin dran. Machen wir zumindest mal eine neue Location hier. Deine Realität bricht zusammen. Meinst du? Ich wäre jetzt nie drauf gekommen. Stich kommt auch für euch vorher. Nein, das ist zu viel des Guten. Ja. Ich glaube, Avalon habe ich jetzt auch schon ein paar Mal dann irgendwie, aber. Wenn ich an Avalon denke, muss ich immer an Sohan denken. Oh, der Avalon! Paul Mitchell machen die Haare seitlich glänzend. Das war auch das Erste, was ich, als ich das im Spiel gehört habe, gedacht habe, musste mich erstmal wieder bekecken. Meine Männer sind nah. Sie werden jeden Moment im Einsatz raus. Ein paar von deinen Männern sind vor allem tot. Ich weiß nicht, ob du psychisch stabil genug bist, um das gerade zu erfahren. Es ist, ich hasse Granaten, die einem hinterherkullern, ich bin ehrlich. Ich bin dran. Deine Realität bricht zusammen. Was Zombie Harrow da die ganze Zeit an Geräusche macht, ist halt auch nicht angenehm. Ich weiß nicht, in welcher Situation in ihrem Leben sie sonst solche Geräusche macht, aber... Denn? Fucking ernsthaft? Mann, ey. Das will ich mir gar nicht ausmalen auf Veteranen dann später, wenn man hier einfach, man kriegt gefühlt einfach dann nur noch aufs Maul oder was. Ich bin dran. Deine Realität bricht zusammen. Ich renn jetzt mal durch. Hier oben komme ich schon mal gar nicht lang, das ist auch schon mal sehr gut. Wäre jetzt die Grundvoraussetzung dafür gewesen. In den USA gibt es 18 Städte, die Avalon heißen. Ja, es ist wahrscheinlich dann auch sowas wie Springfield, damit man nicht automatisch sagt immer so, ach da, ja, da komme ich her. Aber ich glaube, keine davon sieht so ein bisschen nach Küsten-Yachthafen-Stadt aus, oder? So wie es hier war. Okay, durchrennen hat auf jeden Fall schon mal ein bisschen gefruchtet. Zumindest sind die jetzt verwirrt von ihrer Position. Ich bin nah. Ich kann es fühlen.
so widerstandsfähig. Ich sollte wohl nicht überrascht sein. Wir holen dich hier raus, Harrow. Was sagen sie ja, sie selber. Und wie willst du das anstellen? Halte durch, kämpfe weiter. Lol. Eine in Florida. Hm. Wegen dein Verstand gibt langsam auf. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass der Verstand langsam aufgibt. Festhalten, Harrow! Wir schaffen das! Ich musste die Szene jetzt auch nochmal mit rein. Long Beach gibt's viel. Na gut. Ich kann sagen, ich wollte jetzt eigentlich eher weg von den Zombie-Heroes, ehrlicherweise, aber dann will ich eher zum Heli. Ja, na klar. Schon okay. Ich hab dich. Auf jeden Fall mal ein Trip, würde ich sagen. Ich was? Ich sehe es jetzt. Die Wiege ist in Washington DC, im Kapitol. Sie warten auf meinen Befehl, sie freizusetzen. Jesus Christus. Das ist 5000 Meilen von hier. Es ist furchtbar. Jeder innerhalb ein paar Blöcken vom Kapitol wird infiziert. Warum? Weil Livingstons Kopf für einen Geheimdienstfehler dieser Größenordnung rollen wird. Für den Fehler, einen Angriff auf unsere Hauptstadt nicht zu verhindern. Einen Angriff mit einer von der CIA finanzierten Biowaffe. Und jemand wird seinen Posten übernehmen. Du. Ich. Das Pantheon wird endlich die Institution kontrollieren, aus der es vertrieben wurde. Ich werde ohnmächtig, Frank. Ihr müsst sie stoppen. Mich stoppen. Wir haben vielleicht noch ein Ass im Ärmel. Sag mir was Gutes. Die Wege ist im Kapitol in DC. Sie werden sie freisetzen, sobald sie Harrow haben. Heilige Scheiße. Ich informiere Livingston. Mal sehen, ob das Arschloch endlich zuhört. Verstanden. Scheiße. Woods! Woods! Es geht los. Er hat seinen Moment noch. Scheiße! Ich will ihn lebend. Doch noch bekommen. Es ist schade, dich so zu sehen, Woods. Du strengst dich so an. Du spielst nur keine Rolle mehr. Fake dich! Nach dem Start gebe ich den Befehl. Keine Sorge. Dein Leiden ist bald vorbei. Was braucht uns? Felix, bist du? Ich komm schon durch. Chef, bleib bei ihm. Gib uns Feuerschutz. Leber und Messer drin ist hart. Mir nach. Geh, Case. Ich komme klar. Woods, Benedict!
Wollen wir mal ein bisschen Call of Duty Heldenspielmodus aktivieren hier. Achso, so eine Nummer ist das. So nix. Ich hasse sie. Ja. Dann bist du bei dem einen dann irgendwie gerade mal so einigermaßen durch und dann kommen sie von der anderen Seite, dann wird da doch immer diese Schildleute sind halt echt zu kurz. Ich komme klar. Aber gut, es ist gut zu wissen, dass ich ein paar Disruptor-Leute dabei habe hier. Arbeite ich lieber damit als mit dem Stimpack. Aber was auch immer ich mir da jetzt gerade reingedügelt habe, das sah mir eine Adrenalin irgendwie aus, ne? Sieht doch schon ganz anders aus hier jetzt in der Bude. Piu, piu. Hallo. Sie darf nicht entkommen. Na gut. Geh, ich hab ihn. Case, los geht's. Hilf mir mal. Na komm. Ich sehe sie. Schieß, ja, ich hoffe, danke schön. Oh. Case! Sie darf nicht entkommen. Es liegt an dir. Natürlich. Los! Das ist mein Call of Duty. Hat auch irgendeine komische Stimme in meinem Kopf nochmal zu mir gesprochen. Jetzt erstmal fliegen. Oh. Ich hätte ja mal nach hinten geguckt. Verdammt nochmal. Ich hätte keinen von euch schützen dürfen. Mm-mm. Ich hab Livingston zu deiner Suspendierung gedrängt. Natürlich. Ich wollte dich aus dem Weg haben. Tja. Verdammt. Es ist das pure Popcorn jetzt wieder. Na toll. Ist aber immer der Heli eine Kugel abbekommt. Vor allem der Pilot meistens dann. Nein! Nein! Oh, sie warst du angerichtet! Ich weiß. Hallo Maxa, willkommen und viel Spaß im Lurk. Auf den letzten Metern. Ich zu dem gemacht. Du verdankst alles dem Pantheon. Darf ich jetzt auch? Vernichte sie. Ja, ich darf jetzt auch. Ich weiß gar nicht, ob ich auf die Stimme höre. Ja. Bringst du Ende? Ich wollte sagen, jetzt wo ich das Zeug auch noch mal abbekomme, ist es natürlich, glaube ich, noch mal ein bisschen heftiger. Ja, wir müssen jetzt zusammen rauskommen. Ja.
Ja, das ist ja das Problem. Immerhin. Es ist vorbei. Wir haben es geschafft, Kate. Wir haben es geschafft. Zwei Wochen später. Danke fürs Kommen. Kriegen wir Augen oder Schuhe aus Beton? Nichts davon. Aber ich dachte, eine Entschuldigung wäre gut. Verdammt richtig. Ich weiß ja nicht genau wie. Aber was ich weiß, ist, dass Sie eine der größten Katastrophen unserer Zeit verhindert haben. Wir sind also gefragt. Sieht so aus. Können wir einander vertrauen? Wir arbeiten daran. Aktuell haben Sie etwas von großem Wert. Anonymität. Sie stehen im Schatten. Kein Scheiß. Wir leben in diesem Schatten. Das hier ist anders. Ihr Einfluss ist größer als je zuvor. Wir brauchen Sie, Woods. Sie alle. Ich besorge, was Sie brauchen. Unterkünfte, Ressourcen, Geld, weitere Einsatzkräfte. Alles inoffiziell. Ist der Kalte Krieg nicht vorbei? Kein Bedarf mehr an, wie war das? Globale Revolverhelden. Ja. Der Kalte Krieg mag vorbei sein, aber die Welt ist gefährlicher, als sie es je war. Wir wissen nicht, was für Feinde da draußen lauern. Was sollen wir dagegen machen? Was sie immer getan haben. Beschützen sie uns. Harrow mag Geschichte sein, das Pantheon nicht. Ich brauche sie in Avalon. Sie sind noch eine Gefahr? Und ob. Schlimmer noch. Welche Intrige auch immer Harrow zum Pantheon führte, lebt noch unter uns. Wir dachten, wir wären sie los. Wie es aussieht, waren sie nie weg. Bam, 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 bam. Jetzt wird es auch wieder sehr Call of Duty, ne? Dann jetzt mit dem Soundtrack dann nochmal im Abspann. Genau, nochmal raus, weil ich jetzt auch nicht genau weiß, wie das jetzt musiktechnisch da ist. Also, wer war das jetzt nochmal? Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe das auch noch nicht nachgeguckt tatsächlich. Der hat ein bisschen was von dem Typen aus Modern Warfare jetzt aus den neuen. Der ja dann turnt irgendwann. Aber dafür ist der in dem Moment eigentlich auch schon zu alt, weil der ist ja in den Modern Warfare-Dingern auch noch eigentlich zu jung. Kann auch sein, dass das vielleicht dann irgendwie einer von den anderen ist, aber dann jetzt in jung und der wird dann alt oder sowas, weiß ich nicht genau. Aber das müsste ich mir dann nochmal anschauen. Was ich mir auch anschauen werde, ist jetzt ein neues Let's Play Projekt, weil wir sind damit jetzt durch. Das heißt, wir können uns jetzt fokussieren auf den Namen, den ich jetzt immer noch hier hart, aber korlich. Da werden wir jetzt Donnerstag und Freitag nochmal reinschauen. Wir werden aber immer nochmal so ein bisschen die Mischung haben, weil das ist ja generell auch mit den Dienstplänen immer nochmal so ein bisschen verschieden, wann wir beide zusammenkommen und das spielen können. Ein Solo-Projekt wird es definitiv nicht werden. Das machen wir dann schön weiter im Koop. Die Start-Season 1.1 geht weiter. Ja, es ist nie etwas passiert in einer Höhle. Und ich würde sagen, mit diesen Worten machen wir dann jetzt hier an der Stelle auch erstmal Ende für heute. Wird sogar noch ein bisschen überzogen, ausnahmsweise mal, weil wir jetzt dann nochmal zum Finale kommen wollten. Das Let's Play hat es jetzt hinter sich. Nächstes Projekt muss ich mal gucken, was wir jetzt genau machen. Ob ich dann jetzt mal warte, dann bis Silent Hill dann irgendwie vielleicht dann doch nochmal auf den Plan tritt oder ob wir irgendwas ganz anderes machen. So ein paar Sachen kamen ja jetzt auch zuletzt nochmal irgendwie raus, wo ich dann gesagt hatte, ja, das könnte man vielleicht als Projekt mal irgendwie umsetzen. Werden wir sehen. Ich werde es euch wissen lassen. Und wie gesagt, am Donnerstag sehen wir uns wieder. In der Hardcore-Season 1.1. Die Start-Season von dem Projekt. Also vielen lieben Dank fürs Zusehen. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschu. Mit dem Peace-Zeichen winken ist auch was Neues auf jeden Fall. Macht's gut.